Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin Sport- und Ernährungstherapeut. Und wenn du dich für die Themen Schmerztherapie und Gesundheitstherapie bzw. einfach Ernährung und Bewegung interessierst, dann würdest du mir wahnsinnig helfen und dir selber vielleicht auch, wenn du diesen Kanal abonnierst. Dann kriegst du nämlich immer mit, wenn es ein neues Video gibt. Heute kümmern wir uns mal wieder um ein Schmerzthema. Hast du schon mal von einer lateralen Ellenbogen-Tendinopathie gehört? Vielleicht nicht unbedingt, aber was du vielleicht schon mal gehört hast, ist, dass es einen sogenannten Tennis-Ellenbogen geben soll. Und das Ganze beschreibt an sich genau das Gleiche. Das heißt, das eine ist so ein bisschen der etwas fachliche Begriff und das andere ist der Begriff, den man als Laie dann oft auch kennt. Und genau um diese Erkrankung wollen wir uns heute einmal kümmern und wir wollen uns einmal anschauen, ob man dort mit Bewegung etwas machen kann, beziehungsweise ob man mit einer speziellen Form der Kräftigung dabei etwas bewirken kann und ob das vielleicht sogar dann noch besser funktioniert als einfach nur normale Behandlung, beziehungsweise einfach normale Dinge, die in Deutschland dann auch Standard sind, wie zum Beispiel manuelle Therapie bei einem Physiotherapeuten. Die Studie, die wir uns heute anschauen, ist eine sogenannte Meta-Analyse mit einem Systematic Review. Das heißt, man hat sich verschiedene Studien angeguckt, die genau diese beiden Sachen einmal verglichen haben, und zwar in einer Art und Weise, dass es sich um eine sogenannte randomisierte Interventionsstudie handelt. Das heißt, man hat zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt zum Beispiel nur sowas wie manuelle Therapie und die zweite Gruppe bekommt manuelle Therapie und eine Kräftigungsübung für die sogenannten Unterarmstreckmuskeln. Das sind die, die vom Handgelenk, sage ich jetzt einfach mal laienhaft, dann hier an der Außenseite bis an die Außenseite des Ellenbogens eben gehen. Wenn du zum Beispiel deinen Unterarm nimmst und du machst dann eine Streckbewegung nach oben, dann kannst du hier merken, wie sich dann Muskeln anspannen im Vergleich zu, wenn du eben locker lässt. Also wenn du zum Beispiel so machst, dann merkst du, wie dir hier vielleicht Muskeln entgegenkommen, und das sind diese sogenannten Ellenbogenstreckmuskeln oder die Unterarmstreckmuskeln, die Extensoren. Und genau die Sehne von diesen Muskeln, die könnte möglicherweise Probleme machen bei einem Tennis-Ellenbogen beziehungsweise bei dieser lateralen Ellenbogen-Tendinopathie. Also es handelt sich um ein Sehnenproblem. Und deswegen liegt es relativ nahe, dass wir eben versuchen könnten, diese Sehnen, diese Muskeln, die zu der Sehne gehören, dann eben auch zu kräftigen, um die Belastbarkeit zu erhöhen, um dann eben auch den Schmerz zu verbessern. Und bei Sehnenproblemen ist eine bestimmte Kräftigungsform sehr beliebt, und das ist die sogenannte exzentrische Kräftigung. Dabei handelt es sich um eine Form, wo ich den Muskel aus der verkürzten Position, also zum Beispiel, wenn ich so mache, habe ich ja gesagt, ist der Muskel angespannt. Und jetzt unter Anspannung wird der Muskel verlängert. Das heißt, ich baue auch noch eine Dehnung mit ein. Und die hat sich eben bei vielen Sehnenproblemen durchaus als vorteilhaft erwiesen. Aber man weiß eben noch nicht so ganz genau, ist das für alle Sehnenerkrankungen, für alle Sehnentendinopathien der Fall? Ist das generell besser als, sage ich mal, normales Krafttraining? Dieses Video hier ist generell auch als Teil 1 zu sehen. Im Teil 2 machen wir dann wirklich mal ein praktisches Trainingsprogramm, wo ich diese beiden Trainingsformen auch nochmal so ein bisschen gegenüberstellen will. Und dass du dann auch einfach eine Möglichkeit hast, das Ganze, wenn es dir denn ja zusagt, dann auch wirklich mal zu Hause auszuprobieren. Denn das wird teilweise leider noch nicht wirklich gemacht. Teilweise kriegt man eben dann auch nur diese sogenannten passiven Methoden, nur sowas wie manuelle Therapie. Und da geht es ja jetzt auch erstmal darum, ist das überhaupt schlechter oder ist das irgendwie ja besser vielleicht sogar, oder was sollte man im besten Fall einfach machen? Und zuerst sei auch gesagt, dass wir da noch nicht so wirklich sehr viele Studien zu haben und die Ergebnisse sind auch so ein bisschen inkonsistent. Das heißt, mal haben wir Ergebnisse, die eher dafür sprechen und mal haben wir Ergebnisse, die eher dagegen sprechen. Das liegt auch daran, weil ein Krafttrainingsprogramm oft sehr, sehr unterschiedlich gestaltet ist von verschiedenen Forschungsgruppen. Oder dass einfach vielleicht es auch noch Unterschiede in den Teilnehmern gibt. Also ob du dann zu der Gruppe gehörst, der das Krafttraining auch helfen kann, das ist auch noch nicht so ganz klar. Aber die Ergebnisse zeigen schon mal, dass ein Krafttraining in Kombination mit sowas wie manueller Therapie besser funktioniert als manuelle Therapie alleine.
Und die Daten zeigen außerdem, dass auch exzentrische Therapie durchaus teilweise besser funktioniert als konzentrische Therapie, beziehungsweise als normales, herkömmliches Krafttraining. Die Ergebnisse sind jetzt aber noch nicht so sicher, dass man sich jetzt auf jeden Fall für eines oder das andere entscheiden sollte, weil man sonst irgendwie Nachteile zu befürchten hat. Das haben wir nicht. Und man muss auch berücksichtigen, dass wenn ich jetzt einen Versuch mache mit manuelle Therapie plus Krafttraining, dann mache ich ja zwei Interventionen. Das heißt A plus B gegenüber A. Und das heißt, ich mache einfach einen weiteren Therapiebaustein. Das heißt, klar ist das Ganze dann besser, aber das liegt ja nicht daran, dass vielleicht die manuelle Therapie jetzt nicht so gut ist, sondern es liegt einfach daran, dass ich zwei Therapien auf einmal mache und die Menschen natürlich auch wissen, dass sie zwei Therapien jetzt bekommen und deswegen vielleicht auch ein gewisser Placebo-Effekt mit da reinspielt, beziehungsweise ein gewisser Erwartungseffekt. Also man kann schon durchaus erwarten, dass das eben dann positive Effekte haben kann, aber du solltest jetzt nicht zu deinem Therapeuten rennen und sagen, hey, du machst ja nur manuelle Therapie mit mir, was soll denn das, mach doch mal mit mir Krafttraining und so. Vielleicht hat er sich auch was dabei gedacht. Wenn du aber so ein Typ für Krafttraining bist, also dass du sagst, hey, das kann ich mir vorstellen, das klingt irgendwie nach einem sinnvollen Ansatz, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass das ein ausprobierenswerter Ansatz ist. Das ganze Training macht man dann durchaus auch mal 8 bis 12 Wochen, weil die Anpassungen in der Sehne einfach so ein bisschen brauchen. Kraft baut sich nicht von heute auf morgen auf und dementsprechend ist das ein Trainingsprogramm, was eher einen mittelfristigen Ansatz dann liefert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib dir das hinter die Ohren, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber schreib es dir hinter die Ohren, dass du dir Teil Nummer 2 quasi nochmal anguckst, damit du auch das praktische Trainingsprogramm dann mitbekommst. Abonnier gerne den Kanal, dann kriegst du, wie gesagt, mit, wenn das neue Video rauskommt und ansonsten, ja, hoffe ich, das Programm hilft dir dann und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.